Wir haben einen viel höheren Strukturwandel in den quasi Gunstlagen, also in den Ackerbaugebieten, als wie wir es im Berggebiet und im benachteiligten Gebiet vorfinden. Und das zeigt schon, dass es nicht immer ein Nachteil sein muss, wenn man beispielsweise in einer Bergregion einen Betrieb hat, sondern dass man da wirklich auch zusätzliche Chancen hat. Und ich glaube, das müssen wir in Zukunft auch noch viel stärker herausstreichen. Frau Bundesministerin Köstinger, Sie sind als Bauerntochter in Kärnten aufgewachsen, also dem südlichsten österreichischen Bundesland an der Grenze zu Italien und Slowenien. Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe in Kärnten hat sich seit 1945 halbiert. Heute sind es noch rund 17.000 Betriebe. Ihre Familie konnte den Betrieb halten. Können Sie uns beschreiben, wie der Betrieb der Familie Köstinger heute aussieht? Also zum einen haben wir speziell in der Zeit um den EU-Beitritt äh die Weichen ganz neu gestellt. Wir waren so ein klassischer österreichischer Gemischtbetrieb mit ein paar Milchkühe, ein paar Händeln, alles, was so kreucht und fleucht. Und haben uns dann im Rahmen auch des EU-Beitritts Österreichs zur Europäischen Union 1995 die Frage gestellt, wie soll das dann in Zukunft funktionieren? Und wir wollten bewusst nie einen Quadratmeter wachsen, äh, sondern meine Eltern haben damals eigentlich die Weichen gestellt, dass wir uns äh, spezialisiert haben. Wir haben damals mit einem Partnerbetrieb gemeinsam auf Milchschafhaltung umgestellt und haben aber vor allem ähm, die Obstverarbeitung ähm, ja immer stärker uns angeschaut. Wie kommt aus einer Region, wo alte Obstsorten und alte Obst, Obstbäume heimisch sind? Das war so ein bisschen das äh, Arme Leute getränk, also der Most, den hat jeder im Keller gehabt, aber wenn Gäste gekommen sind, hat jeder das Bier oder den Wein hingestellt. Und ähm, das war ganz eine große Zukunftsvision, dass wir äh, eben aus diesen alten Obstsorten ein Getränk kultivieren, äh, das wirklich einen Wert hat. Das ist uns mittlerweile gelungen. Also die Obstverarbeitung ist eines der Hauptstandbeine. Und mittlerweile haben wir die Milchschafe äh, wieder weggetan äh, und macht jetzt ein anderer Betrieb mit unserem Partnerbetrieb weiter. Und haben uns auf Pinzgauer Mutterkühe spezialisiert, die Mutterkuhhaltung, weil ohne Viecher auf einem Betrieb geht's es ja nicht. Damit sein ein Schweizer Landwirt einordnen kann, wie viele Hektar und ist das Berg, Hügelzone, Flachland? Ähm, nein, es sind 12 Hektar Grünland und Acker und 8 Hektar Wald äh, in biologischer Wirtschaftsform. Und das ist ganz stark so meine Herkunft. Das hat mich sehr geprägt, weil wir ja aus der Landwirtschaft immer diese Diskussion können, Man kann nur quasi im Wettbewerb Bestand halten, wenn man mit dem Tempo mitgeht. Wir haben uns bewusst rausgenommen und haben geschaut, was sind alternative Märkte, was wollen da die Konsumentinnen und Konsumenten und was ist für uns als Familie auch wirklich eine Art zu arbeiten und zu wirtschaften. Und das habe ich ja sehr oft in der Vergangenheit gesehen, dass man sich die Ziele sehr hoch steckt und dann zerbricht oft auch dieser bäuerliche Familienbetrieb, weil niemand auch diesen Druck standhalten kann oder weil man vielleicht manchmal sogar irgendetwas macht, was man gar nicht will. Und das schafft sonst niemand und auch die bäuerlichen Familienbetriebe nicht. Was hat die junge Elisabeth damals auf dem Köstinger Hof gearbeitet? Was mussten sie machen und was haben sie besonders gerne gemacht? Ähm, alles eigentlich. Also, ich habe relativ früh äh, müssen mitarbeiten, äh, auch familiär bedingt. Mein Opa hat einen Schlaganfall gehabt und somit waren wir als Kinder relativ äh, bald am Betrieb auch eingesetzt. Ähm, das hat mich schon sehr geprägt. Also, ich habe wirklich mit Melken angefangen. Ähm, habe hab dann auch das Scharfemälkchen äh, fast perfektioniert. Äh, und die Obstverarbeitung war bei uns halt auch immer äh, im Mittelpunkt. Ähm, das Äpfelklauben und das einfach zusammenhelfen und alles, was am Betrieb anfällt, einfach dann auch zu tun. Und das hat mich schon sehr geprägt. Also wenn man heute so viele Diskussionen führt, äh, was oft auch zumutbar ist, äh, ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass man wirklich auch in die Erde greifen und arbeiten lernt. Auf dem Hof der Familie Köstinger läuft vieles anders. Nur von der Größe her ist es ein typischer Kärntner Bauernhof. Denn mit rund 8,5 Hektar Betriebsgröße ist die Kärntner Landwirtschaft noch kleiner strukturiert als jene in der Schweiz. Haben diese kleinen Betriebe überhaupt noch eine Überlebenschance oder müssen weiterhin jedes Jahr ein bis zwei Prozent der Kärntner Landwirtschaftsbetriebe schließen? Also, prinzipiell glaube ich ist es extrem wichtig, dass man auch in der Landwirtschaft unterscheidet. Wir haben in Österreich ganz viele Großbetriebe, die schon extrem effizient sind, die hohen Technisierungsgrad vorweisen und die wirklich auch im Wettbewerb europäisch mithalten können. Dann okay. haben wir extrem viele Kleinbetriebe. Auch die haben sich in Österreich schon ein eigenes Marktsegment geschaffen. Die sind oft im Direktvermarktungsbereich. Die haben Urlaub am Bauernhof. Also, die haben sich spezialisiert und die haben es auch geschafft, dass sie sich von den Agrarmärkten abgekoppelt haben. Weil, wenn heute beispielsweise der Milchpreis sinkt, sind ganz viele, die in der Direktvermarktung sind, damit nicht mehr betroffen oder davon nicht mehr betroffen, weil die ihr eigenes Kundensegment aufgebaut haben. Wir haben ein großes Problem auch in Österreich und das ist der durchschnittliche konventionelle Betrieb. Die sagen immer so schön, die sind zum Aufhören zu groß und zum Weitermachen zu klein. Und für die müssen wir vor allem auch in der Agrarpolitik echte Lösungen und Antworten bieten. Also wirklich auch schauen, was ist das Potenzial, was ist in der Region, wie können wir vielleicht auch über Kooperationen dort am Betrieb die Wertschöpfung erhöhen. Auf einem Kärntner Landwirtschaftsbetrieb arbeiten im Schnitt zwei Personen. 67 Prozent der Betriebe werden im Nebenerwerb geführt. Ist das historisch bedingt oder ist das schon eine Auswirkung des Strukturwandels? Also es ist eigentlich beides. Dort, wo wir starken Tourismus haben, ist natürlich auch für die landwirtschaftlichen Betriebe und für die Betriebsführer diese Erwerbskombination eine gute Gelegenheit, äh, eben auch in den kleinen Strukturen äh, weiterzuarbeiten. Also ich würde das nicht immer nur als äh, negativ sehen, sondern es ist für viele einfach auch eine große Chance, oft äh, saisonal zusätzlich zu arbeiten. Äh, aber die Verbundenheit zu Grund und Boden, zu den Tieren, ist in Österreich wirklich sehr groß. Auch das, wenn wir uns das ähm, in ganz Österreich anschauen, wir haben einen viel höheren Strukturwandel in den quasi Gunstlagen, also in den Ackerbaugebieten. Als wie wir es im Berggebiet und im benachteiligten Gebiet vorfinden. Und das zeigt schon, dass es nicht immer ein Nachteil sein muss, wenn man beispielsweise in einer Bergregion seinen Betrieb hat, sondern dass man da wirklich auch zusätzliche Chancen hat. Und ich glaube, das müssen wir in Zukunft auch noch viel stärker herausstreichen. Kommen wir vom Landwirtschaftsbetrieb in Kärnten auf die politische Bühne in Wien. Ist es für die Landwirtschaftsministerin Köstinger ein Vorteil oder ein Nachteil, dass sie eine bodenständige Bauerntochter aus Kärnten ist? Also, ich glaube, gar nicht einmal nur als Landwirtschaftsministerin, sondern generell ist es ein großer Vorteil, wenn man beide Beine fest am Boden hat und wenn man vor allem auch tief verwurzelt ist. Also, das wird immer ein ganz großer Vorteil in meinem Leben bleiben. Im Gegensatz zum Schweizer Landwirtschaftsminister sind Sie nicht für alle Wirtschaftszweige zuständig, sondern nur für Landwirtschaft, Umwelt und Tourismus. Das nur natürlich in Anführungs- und Schlusszeichen. Ist diese Fokussierung ein Vorteil oder ein Nachteil? Also, ich, wir haben ja auch die Energieagenten bei mir im Ministerium, also auch dort eine starke, große Verbindung zur Wirtschaft. Ähm, grundsätzlich ist es schon ein Vorteil, äh, wenn man m, über mehrere äh, Themenbereiche einfach auch entscheiden kann und wenn man das einfach alles immer auch zusammenfügen kann. Ähm, das sind ja vor allem eben auch Wirtschaftsbereiche, die sehr stark den ländlichen Raum prägen ähm, und da. Stichwort Tourismus äh, ist diese Verbindung schon eine riesengroße Chance. Ähm, dort, wo es oft einmal natürlich auch ein Nachteil ist, äh, ist, dass man halt den Interessenskonflikt irgendwie mal aus, aufwiegen muss und, und eine, eine Lösung finden muss, die für alle Beteiligten dann auch passt. Aber sogar da habe ich es schon mittlerweile als großen Vorteil erkannt, dass ich mit mir selbst streiten muss und nicht mit einem Gegenüber. Reden wir über das Geld: 61 Prozent vom österreichischen Agrarbudget kommen aus dem EU-Topf. Da ist es natürlich leicht, Landwirtschaftsministerin zu sein, oder? Oder. <laughs> Weil äh, Österreich ist ein Nettozahlerland, das heißt, wir zahlen natürlich mehr in die Europäische Union rein, als wir rausbekommen. Ähm, das muss man schon bei dieser Betrachtung immer auch mitsehen, wenn man das Gleiche machen würde, also einen gemeinsamen Budgettopf mit allen Bereichen, wo öffentliches Geld hineinfließt, dann wäre die Landwirtschaft nur mehr 0,5 Prozent und nicht 37 Prozent, wie es jetzt ist. Also äh, da wird sich das relativieren. Die Hauptkosten sind ja nach wie vor die Sozialpolitik, äh, Pensionen. Krankenhäuser, unser Gesundheitssystem ist die Bildung, die Wissenschaft, die Forschung. Also die Landwirtschaft macht eigentlich auch da einen relativ kleinen Bereich aus. Man sieht es nur nicht so, weil natürlich die Gelder quasi von der Europäischen Union kommen. Das ist immer wichtig dazu zu sagen, weil die Aufgaben, die die Agrarpolitik und das Agrarbudget vollfüllen, wirklich wichtige sind. Wir haben auch in Österreich sehr niedrige Produktpreise in unseren Supermarktregalen. Und damit sich das für unsere Betriebe noch irgendwie ein bisschen ausgeht, gibt es diese Ausgleichszahlungen von der Europäischen Union. Und das sehen wir halt auch, also Strukturwandel, Betriebe, die aufhören. Auch da braucht es wirklich ein Umdenken, dass wir einfach wirklich unsere bäuerlichen Familienbetriebe massiv mit der Finanzierung unterstützen. Und wirklich auch immer wieder diesen Appell an die Gesellschaft, an die Konsumentinnen und Konsumenten, darauf zu schauen, wo etwas herkommt und wie es produziert worden ist. Also auch da führt in Österreich kein Weg dran vorbei. In Österreich kommen 20 Prozent der bäuerlichen Einnahmen aus öffentlichen Geldern. Wie werden diese Gelder verteilt? Welche Programme für die Landwirtschaft helfen einem österreichischen Landwirt, seine Existenz zu sichern? Also wir haben ein bisschen ein, ein unterschiedlicheres Modell als andere Länder, Stichwort Frankreich, Deutschland. Das sind Nationen, die massiv auf diesen Bereich der Direktzahlungen setzen, also wo eigentlich der Hauptausgleich über die Hektar passiert und über dieses Direktzahlungsmodell. In Österreich ist das vollkommen anders. Wir haben den Hauptteil unserer Gelder in der ländlichen Entwicklung. Also ein bisschen historisch bedingt, Österreich war immer schon klein strukturiert. Deswegen hat man damals beim EU-Beitritt schon vorausgedacht und hat gesagt, die Hektarbeträge werden unsere Betriebe im Wettbewerb nicht helfen, weil einfach andere Länder immer andere, bessere Voraussetzungen haben, was die Größe betrifft. In einem Berggebiet kannst du nicht wachsen, weil du wächst nur in Steillagen und somit hast du sowieso wieder mehr Produktionskosten und, und Einsatz als beispielsweise in einem Ackerbaubetrieb. Deswegen haben wir auch zu diesem Direktzahlungsmodell eine ganz starke ländliche Entwicklung. Wir haben den Hauptteil unserer Zahlungen im sogenannten ÖPOL-Programm, das ist unser Agrarumweltprogramm. Da erfüllen Bäuerinnen und Bauern mehr Leistungen für die Umwelt, für den Naturschutz, für den Bodenschutz, für den Wasserschutz und kriegen das somit auch abgegolten. Wir haben einen sehr hohen Anteil an biologischer Landwirtschaft. Wir sind zwar beim Fußball nicht besonders gut, aber in der Biolandwirtschaft Weltmeister, gemessen am Anteil unserer Agrarfläche. Das ist sehr, sehr stark unterstützt, gefördert und gewünscht und gewollt. Wir haben dort drin auch unsere Investitionsförderungen und vor allem auch äh, die Unterstützung für unsere Jungbäuerinnen und Jungbauern. Äh, bei uns kriegt man eine Niederlassungsprämie, wenn man den Betrieb übernimmt. Und das ist ganz, ganz ein wichtiges Anreizinstrument, damit man wirklich ein bisschen einen Startvorteil hat, äh, wenn man als junger Bauer, als junge Bäuerin in den Betrieb einsteigt. Frau Bundesministerin Köstinger, Sie definieren die österreichische Landwirtschaftspolitik als ökosozial. Was bedeutet das konkret für den Landwirt? Das bedeutet zum einen das klare Bekenntnis zum bäuerlichen Familienbetrieb. Das ist das, wie wir auch in Zukunft unsere Lebensmittel in Österreich produzieren wollen. Und das nicht nur in den Gunstlagen, sondern auch in Berggebieten und im benachteiligten Gebiet. Und ökosoziale Marktwirtschaft ist der Ausgleich zwischen der Ökologie, also dem Einklang mit der Natur und der Umwelt, den sozialen Aspekten und der Marktwirtschaft. Und nur wenn dieses Dreieck ausgeglichen ist, dann kann wirklich auch die Wirtschaft und das nachhaltige Wirtschaften in Österreich funktionieren. Wie sieht die österreichische Landwirtschaft in zehn Jahren aus, wenn sich der erwähnte Jungbauer etabliert hat? Ist das dann die Landwirtschaft, die Sie sich wünschen? Ähm ich glaube, dass die Landwirtschaft der Zukunft ganz stark die Kreislaufwirtschaft im Fokus hat. Also, dass man wirklich schaut, dass wir auch regional integrierte Wirtschaftssysteme aufbauen. Der Druck der Märkte von außen ist auch für unsere Betriebe wirklich extrem hoch. Und da müssen wir uns ein Stück weit auch ja, entkoppeln und eigene Modelle schaffen, damit wir in unseren bäuerlichen Familienbetrieben einfach auch widerstandsfähig sind und den großen globalen Märkten einfach die Stirn bieten können. Ich will, dass jeder Hektar, egal ob im Berggebiet oder eben auch in unseren Ackerbaugebieten, wirklich produktiv genutzt werden kann, dass wir die Lebensmittelversorgung für unsere Österreicherinnen und Österreicher zur Verfügung stellen und dass wir vor allem unabhängig werden von Importen. Und das ist das große Ziel, das ich auch mit meiner Politik in den nächsten Jahren verfolgen will.